Video läuft schon. Entschuldigt. Ja. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe diesen Timer und immer, der läuft dann immer ab und ich dachte, ich hätte noch Zeit und ja, okay, ich fange einfach beim Hi, ho und herzlich willkommen bei meinem Mittwochsvideo an. Wie ihr vielleicht hört, bin ich extrem heiser und ich möchte mich auch schon mal im Vorhinein fürs Schniefen entschuldigen und fürs Tempo brauchen, aber ja. Ich habe irgendwie mich angesteckt bei irgendwem in der Familie. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber mein Vater könnte es gewesen sein. Oder meine Mutter könnte es auch gewesen sein. Oder die Nacht, in der ich so furchtbar geschwitzt habe und mich tausendmal aufgedeckt habe und dann, ja, und deswegen wahrscheinlich dann eine Erkältung gekriegt habe. Aber auf jeden Fall, egal wie auch immer es war, mich hat dieses Jahr die Erkältung erwischt. Ich meine, mit Stolz sagen zu können, dass ich die letzten 2-3 Jahre nicht einmal mehr so erkältet war, wie ich jetzt gerade bin. Aber ja, so 100% kann ich es nicht sagen. Aber ja, auf jeden Fall dachte ich mir, dass ich euch jetzt so mal ein bisschen erzähle, wie das für mich ist, wenn ich erkältet bin. Dass ich euch noch so ein paar Tipps mitgebe, was man machen kann. Und ja, also... Wow, blöder Satz. Also der Anfangssatz, den ich jetzt gerade im Kopf hatte, der war schon dämlich, aber war, erkältet sein ist irgendwie blöd. Also ich muss sagen, ich habe es gemerkt dieses Mal. Es war am Samstagabend. Da bin ich ins Bett gegangen und dann habe ich so ein Kratzen im Hals gehabt, so ein bisschen. Also man hat so ein, Entschuldigung, dass ich so formuliere, aber so ein schleimiges Gefühl in der Nase. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, dann habe ich mir auf jeden Fall, bin ich ins Bett. Und dann mitten in der Nacht habe ich so Halsschmerzen bekommen, dass ich meine Mutter auch 2-3 Mal geweckt habe und gesagt habe, Mama, ich glaube, ich sterbe vor Halsschmerzen. Meine Mutter hat dann zu mir gesagt, oh Mist, hat sich wieder umgedreht und hat weitergepennt. Und dann habe ich eben gedacht, okay, kann ja nicht so schlimm sein. Am nächsten Tag habe ich ihr dann nochmal so gesagt, du Mama, ich bin erkältet. Ich konnte dann schon kaum noch reden. Also ich habe mich angehört wie nach 10 Schachteln Zigaretten. Das war wirklich ja, nicht so toll. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, oh, sie glaubt, ich hätte dir das schon heute Nacht mal erzählt. Dann habe ich mir so gedacht, ja, zweimal, aber sei es drum. Ja, dann war es so, dass ich auf jeden Fall mit meiner Oma telefoniert habe und die hat zu mir gesagt, ich soll viel Tee trinken. Und so habe ich dann am Sonntag, den ganzen Sonntag über, habe ich getrunken, bis ich dann 2,5 Liter zusammen hatte. Und um es mal kurz zu sagen, ich höre nicht mehr auf meine Großmutter. Der Erkältung ging es danach besser. Allerdings... Der Nachteil dran war, dass ich geschwitzt habe die ganze Nacht. Ich habe so geschwitzt, dass ich wortwörtlich eine Schweißlache in meinem Bett hinterlassen habe. Tut mir leid, noch einmal. Dieses Video wird nicht so appetitlich, scheint mir. Aber es ist halt so, wenn man über Erkältungen redet. Und dann, ich bin auch mitten in der Nacht aufgewacht irgendwann. Und ja, Entschuldigung, dass ich es nicht anders sagen kann, aber mein ganzer Schlüpfer war total klatschnass geschwitzt. Hab dann mir überlegt, werde ich mich jetzt abtrocknen oder gehe ich wieder ins Bett zurück? Weil ich meine, Schlaf ist wichtig. Dann habe ich mich entschieden, ich gehe wieder ins Bett zurück, sei es drum. Meine Mutter hat dann zu mir aber gesagt, am Morgen, aber deck dann auch bloß dein Bett auf, damit du nicht, damit das lüften kann, richtig. Das habe ich dann auch schon gemacht. Ja, dann war es so, dass ich dann am Dienstag, da ging es mir dann auch schon wieder ein Stück besser. Das ist ja das Ding. Und da habe ich vor allem dann gespürt, wie sich die Nase... wo sind wir eigentlich? Ja, am Montag war es auch schon wieder ein bisschen besser. Da hatte ich dann so ein leichtes Drücken im Kopf. Ich hatte Kopfschmerzen ohne Ende. Und ich war total müde. Und ich habe auch am Montag, war ich so, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, eigentlich ist mir egal, was ich esse. Hauptsache... Ich muss nicht viel kauen, ich muss nicht viel tun und ich kann auch nicht schlucken mit der Halsweh. Es ist einfach alles furchtbar. Und dann haben wir auch gesagt, das ist ja normal, ich soll dann halt mehr trinken und so. Aber ich habe dann am Ende noch ein paar Nudeln gegessen. Am Dienstag war es dann so, am Dienstag habe ich dann, obwohl es mir immer noch nicht wirklich viel besser gegangen ist als
als Entschuldigung, ich lautet was stellen. Als am Montag habe ich am Dienstag dann mein Zimmer umräumen müssen, weil ihr wisst doch, dass ich dieses kleine Schränkchen-Problem hatte und dass ich dann überlegt habe, wie ich das am besten anstelle. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall am Dienstag das Problem gehabt, dass ich das alles vorbereiten musste und dass ich das halt dann zum Glück mit Hilfe von meiner Pflegerin und meiner Mutter gemacht habe. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Das war ja auch noch so eine Sache, die ich dann am Sonntag gemacht habe. Da habe ich angefangen, so ein bisschen umzuräumen und habe so zwei, drei Schränke. Also mein Wandhängedings da, habe ich da zwei Ebenen ausgeräumt. Ja, da ich ja keine Schnitte mache, kann ich jetzt hier nicht kein Foto einfügen, sonst hätte ich jetzt ein Foto eingefügt. Aber funktioniert so nicht. Ja, und heute am Mittwoch habe ich wieder unglaubliche Kopfschmerzen. Meine Nase läuft die ganze Zeit schon. Ja. Und eins kann ich sagen, ich bin ein furchtbarer Memme, wenn es um sowas geht. Ich bin der furchtbarste Jammerlappen, wenn ich erkältet bin, den man sich vorstellen kann. Ich bin dann immer schwerst krank. Ich bin nur schwerst krank zum Teil, also so in der akuten Phase. Da kann man mich total vergessen. Da liege ich dann wirklich nur da und krächze meine Mutter zu: Mutter, bring mir einen Tee. Aber dieses Mal funktioniert das halt alles nicht so, weil meine Mutter selbst total verschnupft ist und die hustet, dass das klingt wie in der Lungenheilanstalt, das ist nicht mehr Heilanstalt. Das klingt ist echt nicht mehr schön, also die kann ich jetzt auch nicht unbedingt da befragen. So, und jetzt, wie habe ich es geschafft, innerhalb von so kurzer Zeit wenigstens auf, ich kann wieder reden und mein Hals tut nur noch ein bisschen weh zu kommen. Also der erste Trick ist meistens, also ich habe heute auch ein bisschen Kreislaufprobleme, also entschuldigt, falls ich ein bisschen arg die Augen vertriller. Ja, mein erster Trick war so, ich habe Sinopret genommen, das sind so grüne kleine Tabletten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Natur sind oder nicht, kann ich nicht 100% sagen, aber davon nimmt man dann dreimal zwei Stück am Tag und die lösen den Schleim. Und das ist dann, dann fühlt man auch, wie das sich alles lockert und man bekommt wieder besser Luft. Obwohl ich mit Luft kriegen eigentlich sehr wenig, Verhältnis weniger Probleme hatte als mit den Halsschmerzen dieses Mal. Das andere war, ich habe Hustensaft genommen, also ich weiß jetzt nicht, wie unsere heißt, tut mir leid, werde ich vielleicht unten in die Beschreibung schreiben, vielleicht vergesse ich es auch, weil ich bin gerade eigentlich sowas von vergesslich und müde, ich vergesse alles. Und ja, das ist schon auf jeden Fall so, dass ich den noch genommen habe. Und dann Uncaloabo, das ist so der Geheimtrick in meiner Familie. Wir nehmen immer, wenn wir erkältet sind, Uncaloabo und das haut die Erkältung einfach nur so raus. Boah, ist das fies, wenn die Nase kitzelt und man weiß, man muss nicht niesen, aber man sich sicherheitshalber schon mal das Taschentuch holt, weil falls man es doch muss. Ja, auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Eine Tempobox. Einfach immer eine Tempobox in der Nähe haben. Weil... Oh. Da ist ein Quiz hinten drauf. Ha. Wobei mir gerade einfällt, dass ich euch eigentlich auch mal mit den Querdenker-Quizzes zeigen könnte. Ja, gut, haben wir vergessen. Mein anderer Geheimtrick, den ich gerade bei mir sehr oft mache, ist, also da ich ja nicht besonders viel, also mein Kreislauf ist ja wirklich so ein Arsch, entschuldigt die Formulierung, aber ist so. Und deswegen kann ich mich nicht so viel bewegen und so. Und deswegen hocke ich gerade mehr oder weniger oft vom Fernseher fest oder eben von meinem Mac. Und deswegen hocke ich gerade auch in der Mediathek fest und gucke mir Anne Will an. Oder andere Diskussionsrunden wie Maischberger oder Markus Lanz. Hauptsache irgendwas, was immer schön Minimum eine Stunde geht. Und dann höre ich so halbwegs zu und andererseits trinke ich und andererseits penne ich halb wieder ein. Ja, noch so ein Trick, den ich euch sagen kann, ist Ferrum Phosphoricum. Das ist ein Mittel, das hilft bei der Eisenaufnahme als Schüssler Salz.
Und Eisen ist sehr gut, weil es das Immunsystem stärkt. So, jetzt habe ich ein kleines Problem, aber wartet. Aber ich bin gerade mit dem Videodreher der Zelle den Arm zuschauen von meiner verratzten Nase. Ich bin gerade mit einem Videodreh. Hallo Daddy. Kein Problem. Bis dann. Okay, es war nicht Mutti, es war Daddy. Es gibt zwei Elternteile. Da ist immer die Chance 50-50, wenn man da gerade erwischt. Ja. Dann war jetzt mein Vater auch mal mit in einem Video so gesehen. Lustig. Ja. Jetzt weiß ich. Ja, auf jeden Fall gucke ich dann immer irgendwas, was ewig lang geht, damit ich dann einfach. Ja, irgendwas im Hintergrund rauschen habe oder so. Ja, dann auch noch so ein, dann noch ein Tipp, sehr viel schlafen ist wichtig und wirklich viel trinken. Also diese 2,5 Liter, das schaffe ich wahrscheinlich nicht nochmal, aber wohl, ich bin auch schon wieder bei meinem 2. Liter. Könnte noch klappen. Ja, aber auf jeden Fall, ja, ich versuche so gut ich kann, die Erkältung irgendwie noch zu wuppen. Ja. Und irgendwie nicht irgendwie so schnell wie möglich gesund zu werden. Ja, am Freitag sehen wir uns dann wieder. Dann da sehen wir uns zu einem Experiment. Nämlich, ich habe was im Internet gelesen und das werden wir zusammen mal probieren, mal wieder. Schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch ist, was ihr bei Erkältung macht, damit ihr schnellstmöglich wieder gesund werdet. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und vor allem eine gesunde Woche. Bis bald. Ciao.